Jo, liebe Freunde, herzlich willkommen. Oh, fuck. Nicht der schon wieder. Hey, Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Daily Shops hier auf dem Kanal von Snox. Ja, Leute, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, Chris ist nicht da, der ist nur ein paar Tage im Urlaub und zwar ist er Snowboardfahren und hat mich gefragt, ob ich für ihn den Daily Shop übernehmen kann. Und jetzt müsst ihr mich die nächsten paar Tage ertragen, wie ich euch den Shop vorstelle. Ich hoffe, ich krieg das hin. Zeigt mir auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben, wenn ich es geschafft habe. Und wenn ihr Lust habt und wenn ihr vielleicht ein bisschen mehr von mir sehen wollt, checkt auf jeden Fall mal den ersten Link in der Beschreibung, denn ich mache jetzt auch einen Real-Life-Kanal. Ich mache Vlogs von meinen Sportarten und von meinem Alltag und Ausflügen, die ich so auf meinem YouTube-Leben erleben darf. Und ja, ich verlinke euch mal meinen Vlog-Kanal auf dem ersten Link in der Beschreibung. Ich würde mich sehr freuen, wenn vielleicht der ein oder andere von euch mal vorbeigucken würde. Vielleicht findet ihr was, was euch gefällt. Und ja, vielleicht komme ich auch ein Abo von euch. Das wäre nice. Leute, checkt den ersten Link in der Beschreibung, wenn ihr meinen Vlog-Kanal noch nicht kennt. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem Daily Shop heute. Und zwar gibt es heute einen kostenlosen Emote. Ihr seht ihn schon, hier den Football. Aber zu dem kommen wir gleich. Ich würde sagen, wir machen natürlich wie immer von links nach rechts durch, so wie es von Chris gewöhnt seid. Und zwar haben wir hier einmal die männlichen Football-Skins. Kann man natürlich wieder alle bearbeiten, so wie man sie haben will. Ne? Morgen ist ja Super Bowl, beziehungsweise wenn das Video online kommt, ist Super Bowl an dem Tag. Schaut ihr Super Bowl oder schaut ihr keinen Super Bowl? Ich kann mir vorstellen, dass viele es nicht schauen wegen Schule und so. Aber schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und ja, dazu passen natürlich die Football-Skins drin. Ich schätze, sie sind morgen wahrscheinlich wieder im Shop drin. Die weiblichen sind natürlich auch am Stissel. Verschiedene Modelle, ich glaube 4 Stück jeweils. Und man kann halt jedes Football-Team sich auswählen und natürlich auch eine richtige Zahl hier drauf machen. Ne? Die Zahl, die man halt drauf haben will. Ja, dann kommen wir direkt zum nächsten Skin und zwar haben wir hier den Schiedsrichter-Skin wieder drin. Habe ich mir gegönnt, richtig nice. 800 V-Bucks ist ein kleiner Sweater-Skin, kann man sich gut gönnen. Hier der männliche Schiedsrichter, finde ich auch nicht so schlecht, aber soll ich mir den kaufen? Ach komm, YOLO Leute, was soll der Geiz? Ich gönne mir Leute. Auf jeden Fall haben wir dann hier noch die Football-Spitzhacke, die andere Football-Spitzhacke. Und nochmal eine Football-Spitzhacke. Ja, 3 Spitzhacken, kein Gleiter. Ist ein bisschen komisch. Wobei, gibt es hier einen Football-Gleiter? Ich glaube nicht, ne? Leute, wieso gibt es keinen Gleiter? Komische Sache. Aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen, sich vielleicht ein oder zwei von den Football-Skins zu kaufen. Wer weiß, wann es die nächsten Mal im Shop sind. Vielleicht sind die ein bisschen selten. Und ich muss sagen, sind vielleicht ein bisschen Sweater-mäßig unterwegs auf jeden Fall. Kommen wir zum nächsten neuen Emote. Heute sind 3 neue Emotes am Stissel. Richtig crazy. Einmal haben wir hier Cheerleading. Ich muss sagen, auf jeden Fall ein richtig, richtig nicer Emote. Einfach wie er danced mit den 2 Büschen an der Hand. Finde ich cool. Ich glaube, der Emote schaut richtig lustig aus, wenn man in-game einen Busch hat und dann diese Büsche als Emote noch macht. Richtig nice. Dann haben wir den nächsten Emote und zwar den Timeout-Emote. Auch passend zum Schiedsrichter. Muss ich natürlich kaufen, Leute. Passend zum Schiedsrichter ein Emote. Gefällt mir sehr gut. Wir brauchen erstmal einen Timeout, Leute. Zack. Hier ist das. Und dann kommen wir zum kostenlosen Emote von heute und zwar ein Football. Anscheinend kann man den werfen wie so ein Schneeball und so oder wie so ein Basketball. Finde ich ziemlich cool, vor allem, dass er kostenlos ist. Man gönnt sich ja sonst nichts. Leute, supportet auf jeden Fall einen Creator eurer Wahl, wenn ihr euch diesen kostenlosen Emote holt. Das unterstützt auf jeden Fall die Creator, habe ich gehört. Ja, sucht euch am besten euren Lieblings-Creator raus. Ja, dann kommen wir zum Marshmallow-Set. Das kennt ihr ja wahrscheinlich, das waren die letzten Tage schon drin. Da die Marshmallow-Moves, beziehungsweise die Marshmallow-Posen, kennt ihr wahrscheinlich von den letzten Tagen. Und hier der Marshmallow-Glider. Richtig nice. Ich habe mir aber nur den Marshmallow an sich gekauft. Ich weiß nicht, der Tanz hat mir nicht so gut gefallen. Und der Gleiter hat mir auch nicht so gut gefallen. I don't know. Ja, Leute, das war der Daily Shop von heute. Mal ein bisschen schneller. Ich werde die nächsten Tage wahrscheinlich auch so schnell den Daily Shop machen. Und ich würde mich natürlich mega freuen, wenn ihr auf meinem Vlog-Kanal vorbeischauen würdet. Erster Link in der Beschreibung. Lasst gerne ein Abo da, wenn ich den Shop für euch gut gemacht habe. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber tschüss. We'll be right back.
Bye.